Mit einem eigens komponierten Oratorium wird in Magdeburg an 500 Jahre Reformation erinnert. 7 Jahre nach der Veröffentlichung von Martin Luthers Thesen in Wittenberg wurde Magdeburg als erste bedeutende Großstadt protestantisch. Der 26. Juni 1524 gilt als Stichtag dafür. Luther hat damals in der Johanneskirche gepredigt. Der ehemalige Domprediger Giselher Quast hat den Text geschrieben und greift dieses Ereignis auf. Weil die Magdeburger, um Martin Luther zu hören, an der Johanneskirche Leitern aufgestellt haben. Innen und außen war alles voll und sie wollten unbedingt durch die Fenster gucken, um ihn zu sehen und zu hören. Dieses Element der Leiter taucht in der Bibel auf als eine Verbindung zwischen Erde und Himmel, zwischen Gott und Menschen. Und für mich ist die Reformation auch so ein Verbindungselement. Himmelsleiter schlägt den Bogen aus der Reformationszeit bis in die Gegenwart. Es stellt auch die Frage nach Aufgaben und Bedeutung der Kirche heute. Am Ende zählt die Glaubwürdigkeit, das Charisma, das Zeugnis des Einzelnen, der überzeugen kann, während die Institution selber immer sehr viel schaumgebremster sein wird. Also wir brauchen Menschen, die ihren Glauben wirklich überzeugend leben. Die Musik zum Oratorium stammt vom ehemaligen Domkantor Barry Jordan. Kaum im Ruhestand hat er mit dem Komponieren der Musik zum Text begonnen. Es sollte eine Musik sein, die man noch gut hören kann, aber eigentlich wirklich eine vordergründige Aufgabe hat, eigentlich den Text so zu tragen, dass jeder Mensch das auch noch verstehen kann. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen. Nicht nur einigermaßen, findet Barry Jordans Kirchenmusikerkollege Tobias Börngen. Börngen gehört zu den Ideengebern für das Oratorium. Er ist voll des Lobes für die Komposition. Man merkt, der Komponist hat den Text gut gelesen und der steckt einfach voller Musik, der Kerl. Und vermag das auch aufzuschreiben. Und das kommt dazu, das ist ein Praktiker, der weiß, was kann jemand und was kann so ein Ensemble eben auch nicht. Das ist alles singbar und man muss üben, machen wir auch. Das finde ich einfach zauberhaft, also wirklich tolle Musik. Ein klassisches Werk dieser Größenordnung wird auch nicht so häufig neu komponiert. Rund 100 Aktive wirken mit. Tobias Börngen dirigiert die Uraufführung mit der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck, mit Solistinnen und Solisten und dem Magdeburger Kantatenchor. Eva-Maria Röpke singt mit im Kantatenchor. Was mich auch sehr beeindruckt, ist die Verbindung von dieser neuen Musik mit alten Choralsätzen aus der Zeit von vor 500 Jahren. Und das finde ich unheimlich gelungen. Uraufführung und aktuell auch die einzig geplante Aufführung des Oratoriums, die Himmelsleiter, ist am 15. Juni in der Pauluskirche Magdeburg. Karten gibt's online über Eventfrog oder in der Buchhandlung Fabularium im Hundertwasserhaus. Aus der Kirchenredaktion Thorsten Kessler, Radio SAW.